Mein heutiger Gast im Dialog ist Sven Kunze. Die meisten von Ihnen kennen ihn sicher noch als Moderator des ARD-Morgenmagazins oder als ARD-Korrespondenten in Berlin oder New York. Inzwischen sind Sie 72 Jahre alt und haben ein Buch geschrieben, Die schamlose Generation. Ihre These, die Alten ruinieren die Zukunft ihrer Kinder und Enkel. Herzlich willkommen bei Phoenix. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Bin gerne gekommen. Herr Kunze, bevor wir über Ihr Buch reden, sollten wir kurz klären. Sie stabilisieren mit dem linken Mittelfinger Ihre linke Gesichtshälfte. Was ist passiert? Mit dem Zeigefinger der linken Hand ziehe ich so ein wenig den Mund nach links. Ich hatte einen Tumor, der Gott sei Dank gutartig war, sonst würde ich hier nicht sitzen. Der ist operiert worden und dabei ist dieser Nerv ziemlich beschädigt worden und hängt das so runter. Und wenn ich das nicht stabilisiere, dann hätten Sie Schwierigkeiten, mich zu verstehen. Vor allen Dingen Ihre Zuschauer hätten Schwierigkeiten, mich zu verstehen. Und deswegen sieht es jetzt so aus. Ein Kunstfehler bei der Operation? Sind Sie sauer auf den Arzt? Ja, ich war schon wütend. Man hätte einiges verhindern können. Ich hätte eben zu meiner Hausärztin gehen müssen und nicht zu den feinen Professoren in der Charité. Aber nun ist es mal passiert, es ist alles Menschenwerk und nun versuche ich damit einigermaßen zurechtzukommen. Das einzig Ärgerliche ist eigentlich, dass ich nicht mehr richtig lachen kann. Ich habe früher so gerne gelacht, jetzt ist mir noch so ein dünnes Höhöhö geblieben. Aber auch das wird mich für den Rest meines Lebens begleiten. Die Operation war 2011. Sie haben sich danach über 2 Jahre aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Warum haben Sie dann irgendwann gesagt, Schluss, ich will mich nicht mehr verstecken? Ja, irgendwann gewöhnt man sich dann dran, dass die Leute in der Straßenbahn einstarren, dass die kleinen Kinder ihre Mütter so anstupsen und sagen, guck mal, der Mann, der sieht aber komisch aus. Und irgendwann habe ich mir gedacht, das macht keinen Sinn, jetzt mich in meine Wohnung zurückzuziehen, sondern offensiv damit umgehen, sagen, es ist so, wie es ist. Wer es nicht erträgt, der muss sich dann zurückziehen. Und deswegen habe ich das ganz bewusst wieder in Anspruch genommen. Wie hat sich Ihr Leben seit der Operation verändert? Ach, eigentlich nicht sonderlich. Man bleibt ja letztendlich der, der man ist. Man denkt dann etwas häufiger über die Tatsache nach, dass die Sache doch endlich ist. Und man kriegt auch Furcht davor, dass die letzte Strecke wegs doch auch schmerzhaft sein kann. Aber in der Substanz hat sich nicht viel verändert, bis auf so eine gewisse Scheu. Wir wollen über Ihr Buch reden, Die schamlose Generation. Ja, ja. Aber zum Einstieg schauen wir uns ein paar Stationen aus Ihrer Karriere an, im Fernsehen zusammengestellt von Stefan Martens. Oh ja, lass mal gucken. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit in aller Herrgottsfrühe, versteht sich. Ist ein bisschen spät geworden, ja? Deswegen nehme ich mein Frühstück auf dem Fahrrad ein. So, was habe ich denn jetzt anzukündigen? Zum Teufel, ich habe es völlig vergessen. Jetzt sind ja der Schmidt und auch der, wie heißt dieser Moderator? Gottschalk. Das sind ja, wenn man so will. Wo ist die Kamera? Warum ist mir beim zweiten Versuch diese ganze Versuchsanordnung in die Fresse geflogen? In New York bin ich jetzt mit Sven Kunze verbunden. Guten Abend, Sven. Servus. Wenn Sie Los Angeles von den Einwohnern kurz L.A. genannt entdecken und erobern wollen, dann brauchen Sie ein Automobil. Ich habe eine vorbildliche Haltung, wie Sie sehen. Man muss ungefähr so stehen, als ob man im Freien gerade kackt. Auch Ausdruck menschlicher Bedürfnisse, die sich auf diese Weise taktvoll und ohne Aufsehen erfüllen lassen. Ein erstaunlicher Beruf mit erstaunlichen Umsätzen.
Ja, erinnern Sie sich noch an die ganzen Szenen? An alles. Mensch, was für ein Leben und welche Vielfalt hat mir die ARD erlaubt und zugestanden. Und ich habe da immer ein Gefühl von Dankbarkeit, wenn ich das sehe. Ja, wenn man sich das so anschaut, hat man das Gefühl, dass Sie durchaus ein Leben auf der Überholspur geführt haben. Ja, Menschenskinder. Also so viele Eindrücke und das Ganze auch noch verbunden mit einem anständigen Einkommen. Es war ein schönes Leben, ja. Das ist eine positive Bilanz, ja. Eine ganz andere, eine negative Bilanz ziehen Sie über Ihre Generation, die schamlose Generation. Zunächst mal, welche Generation muss sich warum schämen? Also die schamlose Generation, man nennt sie im Allgemeinen die 68er. Ich meine aber, dass 68 unglaublich überschätzt wird. Es sind diejenigen, die in den 40er Jahren und Anfang der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts geboren worden sind, die ja ein einigermaßen aufgebautes Land vorgefunden haben, die mit großen Ansprüchen in ihre eigene Zukunft gegangen sind. Und ich meine, von denen relativ wenig dann letztendlich konkret in die Tat umgesetzt haben und doch ein ganzer Haufen Probleme hinterlassen haben, mit denen sich jetzt unsere Nachkommen, Kinder, Enkel und Großenkel, auseinanderzusetzen haben. Und vieles hätte eben auch anders laufen können und vieles wäre nicht notwendig gewesen. Und wenn man das alles zusammenaddiert, wäre ein gewisses Gefühl der Scham oder ein bisschen Schuld oder irgend so was in die Richtung, meine ich, durchaus gelegentlich angebracht. Sie sind 1942 geboren, ich 1955, gehöre ich da noch dazu? Sie sind ganz knapp nach meiner Definition draußen vor. Sie müssen es bezahlen. Ich kann es distanziert anschauen. Sie können es distanziert anschauen, müssen aber gegenwärtig sein, dass Sie unsere Rechnung bezahlen müssen. Das muss einer bezahlen. Herzlichen Dank im Voraus. Mensch, Herr Kunze, was ist denn da passiert? Also den Begriff 68er lehnen Sie ja ab. Also diejenigen aus den 40er Jahren, die da geboren sind, die sind doch mit so vielen Idealen in die Welt gestartet, wollten eine bessere Welt schaffen. Wie kann dann eine negative Bilanz rauskommen? Ja, weil wir viel, ja, Gott sei Dank, denn wir wollten ja letztendlich, vergessen Sie das nicht, zu dem Entsetzen unserer Eltern 1968 den Sozialismus hier einführen und in Sonderheit hier in West-Berlin, ne, eine befreite sozialistische Zone schaffen. Das ist nur Gott sei Dank nicht gelungen, wie wir wissen. Und viel von dem, was wir sozusagen auf der Kulturebene uns vorgenommen hatten, die Entlastung der Gesellschaft von alten Traditionen, das Abschneiden alter Zöpfe, ein ganz neuer Menschentyp, ein leichter, lockerer, angenehmer, sympathischer Deutscher, haben wir alles gemacht, große Klasse. Also als Kulturrevolution haben wir wirklich nicht versagt, aber in der gesellschaftlichen Substanz, da ist eben viel schiefgelaufen. Ja, aber da muss ich mal einhaken, was ist denn so negativ, wenn ich mir jetzt mal die Situation der heutigen Jugend anschaue? Noch nie ist eine Jugend so gut ausgebildet worden. Die Jugend von heute erwartet die höchste Lebenserwartung in der Geschichte der Menschheit. Zumindest in Europa leben sie in Frieden und Wohlstand. Da könnten Sie sich doch zurücklehnen und sagen, komm, wir haben euch eine super Welt hinterlassen. Ich sage jetzt nicht, dass alles Mist ist, ja? Sondern es gibt unglaublich viele Dinge, die sollte man bewahren. Da sollte man auch stolz drauf sein. Die kann man dann im Vordergrund stellen. Aber es geben eben die großen fünf Probleme, die wir hinterlassen haben. Und von denen meine ich, sie wären nicht nötig gewesen. Und ich zähle die jetzt mal auf, damit das nicht so abstrakt bleibt. Aber ganz kurz nur, das ist der atomare Müll, den wir hinterlassen, die Schulden, die wir hinterlassen, die geringe Kinderzahl, die wir in die Welt gesetzt haben, die Herrschaft des Marktes und, ich vergesse eins, Schuldenmüll Klima, und das Klima. Klima. Ja. So. Gut. Ich greife mal eines raus, das finde ich relativ plausibel. Also unsere ganzen Sozialsysteme können auf Dauer nicht funktionieren, wenn es keine Kinder gibt. Und die 68er, die 40er haben wirklich versagt, was die Reproduktion anbetrifft. Warum wollte Ihre Generation keine Kinder mehr oder zumindest nicht ausreichend Kinder? Ich glaube, es ist ganz einfach. Wir hatten keinen Bock. Wissen Sie, es wird immer die Antibabypille als Grund herangezogen, aber die Antibabypille verhindert nur die Geburt unerwünschter Kinder, nicht die erwünschter Kinder, sondern so in diesem ganzen schönen Getriebe von Emanzipation, Ich-Gesellschaft, Freiheit, Freiheit von Verpflichtungen, Freiheit von auch Einschränkungen, haben wir den Weg gewählt, der am allereinfachsten war, die ersten Jahrzehnte, nämlich keine Kinder zu kriegen. Kinder bedeuten Verpflichtungen, Kinder bedeuten abends zu Hause
Zuhause sein. Kinder bedeuten Zukunft. Kinder bedeuten Einschränkungen. Und da hatten viele von uns keinen Bock. Ganz einfach. Ist verständlich. Heißt das in der Konsequenz eine Generation von Ichlingen, die einfach nicht die ganze Generation. Wir müssen jetzt nicht so machen, als ob alle so gewesen wären. Aber ein im Vergleich zu zukünftigen Generationen und in Bezug auf das, was unser spezifisches Rentensystem, nämlich die Umlagefinanzierte, von uns erwartet, zu wenig Kinder, ja. Sie sind ja da relativ konsequent, indem Sie sagen, wer keine Kinder hat, soll auch keine Rente kassieren. Ja, ich weiß, da fallen jetzt alle über mich her, aber... ja, ich weiß nicht, ist das Provokation oder meinen Sie das wirklich ernst? Naja, in der Logik des Systems ist es richtig. Genauso wie einer keine Riester-Rente kriegt, wenn er nicht einzahlt, sollte einer, sozusagen der Logik des Systems, keine Rente kriegen, wenn er keine Kinder in die Welt gesetzt hat. Denn, um das nochmal klar zu machen, die Kinder sind der eigentliche Einzahlung, sind die eigentliche Einzahlung in die Rentenkasse. So, jetzt ist das System ja nicht immer nur systematisch, sondern auch menschlich. Also bislang hat es auch all diejenigen getragen, die keine Kinder in die Welt gesetzt haben. Jetzt sind es aber zu viele geworden, die keine in die Welt gesetzt haben. Und nun haben wir ein Problem. Und das müssen wir lösen. Jetzt macht es keinen Sinn, groß und ewig sich darüber zu unterhalten, warum ist das so gekommen. Es ist halt so. Und nun müssen wir gemeinsam, meine Generation und die unserer Kinder, überlegen, was machen wir, um eine soziale Katastrophe zu verhindern. Denn ich sage es nur ganz kurz, das Schlimmste im Alter, und ich weiß, wovon ich rede, weil ich da immer 3 Monate in einem Altenheim gelebt habe, sind nicht die Krankheiten, und die sind schon schlimm genug. Das Schlimmste ist die Einsamkeit. Und dieses große Problem können wir nur gemeinsam lösen. Ich bleibe noch mal kurz bei der Bilanz Ihrer Generation. Eindrucksvoll sind ja die Schulden, die wir den Nachkommen hinterlassen. Das ist offensichtlich, dass das eine schwere Bürde ist. Nun gibt es ja doch eine ganz erhebliche Zahl von Menschen und auch von Politikern, die das verteidigen, indem sie sagen, ja, wir hinterlassen ja nicht nur Schulden, dafür gibt es ja auch was. Wir hinterlassen eine hervorragende Infrastruktur, Schulen, Straßen. Das ist ja investiertes Kapital. Naja, also erstmal, es geht um die Erbschaft, ne? Die Erbschaft ist nur keine so neue Erfindung. Seit Jahrtausenden wird vererbt. Also das müssen wir uns jetzt nicht so auf die Fahnen heften, als ob wir die Ersten wären, die irgendwas vererben. Unsere Eltern haben nach dem Zweiten Weltkrieg ja die Ärmel hochgekrempelt und uns ein einigermaßen instand gesetztes Land hinterlassen. Das gehört sozusagen zur Generationenabfolge. Hinzu kommt auch, dass es ja nicht überall so toll ist, wie wir gerne behaupten. Denken Sie an die Bundeswehr, denken Sie an die Debatte über die Brücken, über die Straßen, über die Qualität der Schulen und so weiter und so fort. Ich finde, das ist kein Argument für die Schulden, denn unsere Eltern, die uns auch was vererbt haben, haben uns keine Schulden hinterlassen. Es ist ja erstaunlich, wenn wir in die ersten Jahre der Bundesrepublik zurückschauen, da ist das wie durch ein Wunder, sage ich jetzt mal, gelungen, dass der Staatshaushalt Überschüsse erwirtschaftet hat, obwohl ein zerstörtes Land wieder aufgebaut werden musste und obwohl Millionen von Flüchtlingen integriert werden mussten. Was haben wir denn in den letzten Jahrzehnten dann gemacht? Wo ist das ganze Geld hingegangen? Das ist in die Sozialsysteme gegangen. Anstatt sorgfältig zu wirtschaften, haben wir das Geld eben mit vollen Händen rausgeschmissen. Und damals, dieser Satz gilt heute nicht mehr, aber auch Wirtschaftswissenschaftler haben ihn ja über Jahrzehnte unterstützt. Nationen können nicht pleite gehen. Und weil es immer hieß, ihr könnt Schulden machen, wie ihr wollt, Nationen können nicht pleite gehen, hat man also praktisch Schulden gemacht. Es ist immer diese kurzfristigen Wahltermine, dann die Dinge, die man dann als Wahlgeschenke verschenkt hat und was da so alles zusammenkam. Bequemes Leben, die Unfähigkeit, Probleme wirklich anzupacken, sondern sie finanziell zu lösen, wie Kohl ja vieles in der EU auch finanziell gelöst hat, was hätte politisch gelöst werden müssen. Und all das zusammengenommen hat dann zu dieser irrsinnigen Schuldenlast geführt. Bei einem Punkt würde ich jetzt doch gerne einhaken. Wenn Sie da so einfach sagen, das Geld ist in die Sozialsysteme gegangen, kann man das denn so gleichsetzen? Okay, Sozialsysteme ist irgendwie verbrauchtes, verprasstes Geld?
Naja, also man kann ja nicht folgen, nein, Sozialsysteme sind natürlich okay und wir haben ja funktionierende Sozialsysteme, aber Sozialsysteme können nicht gefüttert werden durch Schulden, die eines Tages dann zukünftige Generationen abbauen müssen. Das geht nicht. Und dann ist offensichtlich, teilweise sind zu viele Steuergelder in die Sozialsysteme geflossen, die offensichtlich durch die Einnahmen, also durch die Steuern, die eingenommen worden sind, nicht abgesichert waren. Insofern müssten Sie ja jetzt jubilieren. Gerade wird der Bundeshaushalt 2015 verabschiedet. Keine Neuverschuldung. Ja, Kunze ist ein großer Fan von Wolfgang Schäuble, oder wie sehe ich das? Na, also jetzt müssen wir mal überlegen, wie lange ist der Schäuble Finanzminister? Nur auch schon fast seit 10 Jahren, nicht? Und seit 10 Jahren haben wir... Vor ihm war ja... Steinbrück, auch so ein Weltmeister, ja, der Schuldenreduktion. Schäuble ist seit 5 Jahren. Also seit 5 Jahren und im 5. Jahr unter Hängen und Würgen hat er nun keine Schulden mehr gemacht. Aber das ist natürlich schon ein bemerkenswerter Fortschritt, hat aber, das darf man auch nicht sehen, in den Jahren sofort zusätzliche strukturelle Ausgaben durchgewunken, die, wenn die Wirtschaft mal schlechter gehen wird und Wirtschaftskrisen gehören zum Kapitalismus wie die Ebbe zur Flut, dann wird er wieder in diese Schuldenfalle reintappen müssen. Mhm. Und mit einmal einem ausgeglichenen Haushalt ist ja noch nichts ab und zurückgezahlt. Wenn wir jetzt die Gesamtbilanz Ihrer Generation ziehen, dann müssen wir natürlich auch mal ansprechen, was diese Generation zweifelsohne geleistet hat. Sexuelle Revolution, Emanzipation, mündige Bürger, liberalerer Staat. Das ist doch eindeutig auf der Habenseite. Auf dieser Kulturseite, auf dieser Lebensstilseite, auf der Art und Weise, wie Menschen sich verhalten und miteinander kommunizieren, die ganze Schwulenbewegung und die Frauenbewegung, große Klasse. Oskar Lafontaine war es, glaube ich, der mal so mit einem Schwung die ganzen Sekundärtugenden beiseite gewischt hat und gesagt hat, mit Sekundärtugenden könnte man auch ein KZ leiten. Er sprach da über Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Verantwortungsgefühl. Sie persönlich bedauern dieses Verschwinden der Sekundärtugenden. Ja, ohne diese Sekundärtugenden. Wie sind die denn verschwunden? So verschwunden sind sie ja nicht. Sie werden ja auch ihren Job nicht behalten können, wenn sie nicht diese Sekundärtugenden unentwegt an den Tag legen, wenn sie unpünktlich ankommen, wenn sie nicht wissen, wen sie interviewen, wenn sie also unzuverlässig sind und so weiter und so fort. Diese Sekundärtugenden gehören zum gesellschaftlichen Kit ganz ohne Zweifel. Und das, was Lafontaine da vor sich gegeben hat, war schlicht töricht. Das war einfach dämlich. Gut, wie sind diese Sekundärtugenden dann ins Hintertreffen geraten? Sagen wir es mal so. Na, sie sind natürlich teilweise Tugenden, die den Genuss des Augenblicks etwas tangieren und schmälern. Und wenn man, so wie meine Generation, ja sehr häufig sich entschlossen hat, im Augenblick zu leben, die Zukunft etwas aus dem Blick zu nehmen, auch den alten Satz unserer Eltern, unsere Kinder sollen es einmal besser haben, ad acta zu legen, auch die Ehrfurcht vor der Zukunft als das Leben anderer zukünftiger Menschen etwas hintanzustellen, dann kommt man dahin, dass man diese Sekundärtugenden, die ja alle auch daraufhin orientiert sind, etwas in den Hintergrund treten lässt. Wir haben ja gesagt, Ihr Buch, eine schonungslose Abrechnung mit Ihrer Generation. Inwieweit ist dann das auch eine Art persönliche Lebensbilanz, Abrechnung mit Ihrem eigenen Lebensstil, Ihrer eigenen Biografie? Ja, wissen Sie, das Irre ist ja, dass wir fabelhaft gelebt haben. Wir hatten das ja auch in im Film gesehen. Das war ja ein sehr buntes, erfülltes, abwechslungsreiches, zudem gut bezahltes Leben, für das ich nur dankbar sein kann. Und wir haben uns ja auch klugerweise unser Alter sehr gut organisiert mit diesen relativ hohen Renten für viele Leute. Wir gewinnen sozusagen durch die aktuelle Politik ständig Zeit, das weiterzutreiben. Und insofern kann ich nur sagen, ich kann dieser Welt und dieser Gesellschaft nur dankbar sein für dieses Leben, was ich geführt habe. Aber beim verschärften Nachdenken bin ich eben darauf gekommen, dass wir über unsere Verhältnisse gelebt haben. Und zwar nicht über meine Verhältnisse. Das wäre ja okay gewesen, da muss ich es halt irgendwann ausbaden, sondern über die Verhältnisse unserer Kinder.
Und das ist das Unfaire. Zu diesem Buch angeregt hat sie unter anderem auch die Debatte mit ihrer jüngeren Tochter. Was hat sie Ihnen denn vorgeworfen? Also ich sollte da eine Rede halten zum 18. Geburtstag ihrer Freundin und wollte dann so erklären, wie glücklich sie sein darf, in dieser Gesellschaft zu leben, weil wir doch lauter so fabelhafte Sachen hinterlassen, von denen gerade die Rede war. Und da hat sie mich unterbrochen und dann auf diese fünf großen Themen hingewiesen, die ich vorhin erwähnt hatte, und gesagt, ich soll doch auch darüber reden. Dann habe ich das abgelehnt und dann hat irgendjemand anders die Rede gehalten. Und dann bin ich zu meiner Tochter gegangen, habe erzählt, gesagt, sag mal, stell dir vor, was mir passiert ist. Und da hat die genau denselben Krempel gesagt und mich auch beschimpft. Und da fing das Worten deswegen der Titel, ihr solltet euch fast schämen, aber Scham habt ihr wohl verloren in diesen aufregenden Monaten, auf die ihr sehr stolz seid. Und wie ist das jetzt bei Ihnen persönlich? Erkennen Sie da sowas wie Schuld oder Scham Ihrer Tochter gegenüber? Ich habe gelegentlich ein schlechtes Gewissen, ja. Aber es ist, weil man so wahnsinnig weich überall eingebettet ist, sehr abstrakt und sehr gedacht und bedacht. Schuld im Sinne von einer emotionalen, tiefen Betroffenheit habe ich ja auch in mir nachgekramt und geguckt. Die ist bislang noch nicht gekommen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Gehört sich eine für sich nicht, aber ich spüre sie in dem Sinne nicht. Also wenn ich mir jetzt Ihre persönliche Bilanz anschaue, ja, da haben Sie zunächst mal einen dicken Pluspunkt. Sie haben zwei Töchter. Das reicht gerade zur Reproduktion. Also Sie kriegen weiter Rente. Gerade, ja. Bei den Sekundärtugenden sieht es nicht so ganz gut aus. Familiensinn, Verantwortungsbewusstsein, zwei Töchter, aber die sind beide die meiste Zeit nicht bei Ihnen, sondern bei Ihren Müttern aufgewachsen. Also, was die Sekundärtugenden in Bezug auf den Beruf betrifft, war ich, glaube ich, okay. Ja, sonst hätte ich es ja nicht so weit gebracht, sonst hätte man mich irgendwann rausgeschmissen. Was die Sekundärtugenden, wenn man sie denn Sekundärtugenden nennen möchte, aber sie gehören ja sozusagen in dasselbe Cluster von Tugenden, in Bezug auf die sozialen Beziehungen und die Verantwortlichkeiten, die ich mit der Geburt meiner Töchter hätte übernehmen sollen, sieht es mäßig aus. Sagen wir mal eine 3-. Das ist so. Viele unserer Zuschauer werden das wissen. Ihre jüngere Tochter ist die gemeinsame Tochter mit Doris Köpf, der jetzigen Ehefrau von Gerhard Schröder. Mit ihr haben Sie über diese Thesen diskutiert. Ja. Ist die jetzt zu Ihnen gekommen? Hat die das Buch gelesen? Nee, die ist in Shanghai und hatte noch nicht die Chance gehabt, das zu lesen. Aber wenn die zurückkommt, werde ich ihr das unterschieben und sagen, lies das mal. Und dann sag mal, na, die ist natürlich... Als sie erfahren hat, was ich da mache, sagt sie, typisch deine Generation. Ja? Erst schiebt er den ganzen Kahn aufs Sand und dann machst du noch ein Buch draus und verdienst Geld damit und tingelst durch Talkshows. Also die waren nicht so sonderlich beeindruckt. Die sind ja manchmal ganz gnadenlos, auf so eine weiche Art, diese jungen Generationen. Also die ist nicht so unverschämt, die werden ja teilweise unverschämt und auch sehr verletzend gegenüber der anderen Generation. Die haben so eine... Ja, so einen soften Zynismus. Sehr angenehm eigentlich. Wenn Sie Ihr Leben noch mal führen dürften, würden Sie entscheidende Dinge anders tun? Ja. Was würden Sie anders machen? Ich würde diese ganze Familiengeschichte versuchen, besser zu organisieren, wenn ich denn dazu in der Lage wäre. Aber das ist mir einfach misslungen. Und wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, dann nicht in dieser abstrakten Form gegenüber der Gesellschaft, in der ich auch meine kleine Rolle gespielt habe, sondern dann gegenüber denjenigen, die ich da in diesen persönlichen Beziehungen so behandelt habe, wie sie es nicht gehört. 72 Jahre sind Sie inzwischen alt. Sie haben einen Bestseller geschrieben, Altern wie ein Gentleman. Wie altert denn ein Gentleman? Ja, also der Verlag hat einen Titel gesucht, ja, und dann kamen die mit Altern wie ein Gentleman. Da habe ich gesagt, das könnt ihr überhaupt nicht machen. Kein vernünftiger Mensch bringt den erlesenen und kostbaren Begriff des Gentlemans mit mir in Beziehung. Aber sie waren nicht davon abzuhalten. Ich weiß es bis heute nicht. Aber ich denke mir, dass er zurückhaltend mit dem Begriff der Weisheit vorsichtig umgeht und das akzeptiert, was uns nur durch die Natur mal mitgegeben ist, nämlich die Endlichkeit unseres Lebens, was nicht so ganz einfach ist manchmal.
Sie haben mit diesem Buch sehr viel Erfolg gehabt und noch mehr Erfolg sogar mit einer Reportage, die Sie für die ARD gemacht haben. Altsein auf Probe, dafür sind Sie, ich glaube, 7 Wochen auf Probe. 3 Monate. 3 Monate, oh je. Ja. Also 3 Monate auf Probe in ein Altenheim gezogen. Mhm. Und das schauen wir uns jetzt mal in einem kurzen Ausschnitt an. Ja, der Rosenpark. 9.45 Uhr Gedächtnistraining im Clubraum. Ha, hatte ich schon wieder vergessen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen, ja. Heute spielen wir das Spiel Stadt, Land, Fluss. Das ist ja den meisten bekannt noch aus der Jugendzeit. A. Stopp. D. D wie Dora. Stadt, Land, Persönlichkeit. Muss man auch langsam gehen, manchmal beiseite stehen. Im Refrain heißt es hier: Schön ist das Alter trotz alledem. Stimmt es? Nee. Stimmt nicht? Warum nicht? Weil die Jugend besser ist. Alter ist Pflicht. Alter ist, können Sie vergessen. Ja, gibt ja diesen schönen Satz, Alter ist nichts für Feiglinge. Wie ist das bei Ihnen? Ja, das ist, ich weiß. Also, ich habe eine menschliche Eigenschaft wiederentdeckt, die in meiner Jugend eine ganz schlechte Presse hatte, nämlich die Verdrängung. Und in der Zwischenzeit weiß ich, dass es einer der kostbarsten psychischen Mechanismen sind, über die wir verfügen, und ich pflege sie sorgfältig. Und ich verdränge einfach viel, weil es macht wenig Sinn, so vor sich hin zu leben oder auch bewusst zu leben und ständig die denkbaren Katastrophen, die im Alter nun einmal über einen hereinbrechen können, deswegen Feiglinge oder kein Feigling sein, sich vorzustellen. Insofern, ich kann allen nur raten, verdrängt so viel wie nur möglich. Was jetzt nicht heißt, dass man realitätsuntüchtig werden muss. Man muss dann schon akzeptieren, ich bin nicht mehr 50, sondern 72. Auch dieser törichte Satz, ich fühle mich wie 50. Ich frage mich immer, wie ein 50er sich fühlt und was die Differenz ist. Das sollte man alles unterlassen. Gut, aber da steckt doch noch eine Wahrheit dahinter. Die heutigen 60-Jährigen, die heutigen 70-Jährigen, die heutigen 80-Jährigen, die sind doch viel, viel fitter, geistig wie körperlicher als dieselbe Alterskohorte vor 30 Jahren. Die Idee ist ja die hinter diesem Satz, dass auch all die anderen in ihm den 50-Jährigen sehen. Das tun die aber nicht. Die jüngeren Leute sehen in ihm genau den 72-Jährigen, der gerade vor ihnen sitzt. Bei mir natürlich in besonders großem Maße. Also, habe darauf reagiert, auf die Schrecken, die das Alter mit sich bringen kann, indem ich es so weit wie möglich verdränge. Wann haben Sie zum ersten Mal so das Gefühl gehabt, jetzt bin ich alt? Ich habe in. Das ist auch schwierig zu antworten, weil man gar nicht so richtig weiß, wann hat man eigentlich das Gefühl, jetzt ist man alt oder so. Es sind so Kleinigkeiten, als mir in der Straßenbahn zum ersten Mal eine junge Frau einen Platz angeboten hat. Wissen Sie, was ich jetzt mache, wenn ich in der Straßenbahn bin? Wenn mein Alter kommt und ich sitze, biete ich denen den Platz an. Die sind wie gelähmt, kann ich Ihnen sagen. Bleiben Sie sitzen. Sonne, sitzen Sie, ruhig, kein Problem. Da, bei solchen Kleinigkeiten merkt man, dass man. Dann hatte ich mal ein Erlebnis, da habe ich eher zufällig einer jungen Frau in der Straßenbahn zugelächelt, aber in eher so ein automatisches Lächeln. Und die habe ich später zufälligerweise getroffen. Sie hat sich nicht an mich erinnert, aber sie hat mir dann erzählt, als ich sie darauf angesprochen hatte, dass ihr was Ungeheures passiert sei. Sie sei von so einem alten Sack, meinte mich, aber wusste nicht, dass ich es bin, in der Straßenbahn angelächelt worden. Und dann merken sie, sie gehen eben nicht mehr das, was sie einst gewesen sind. Mhm. Wenn ich mir bei Ihnen das jetzt anschaue, seit Sie in Rente gegangen sind, haben Sie 2 Bücher geschrieben. Sie haben mehrere preisgekrönte Reportagen für die ARD gemacht. Also zunächst mal wirklich, wirklich eindrucksvoll. Ja, finde ich auch. Genauso wie alle sagen, man muss schauen, damit man nicht einrostet. Guck, dass du was zu tun hast.
Ja, und wissen Sie, in diesem Buch, das ich dann geschrieben habe, hatte ich noch ein großes Plädoyer für das Ende der, sozusagen der protestantischen Ethik in einem, diesem psychischen Mechanismus, der uns ständig dazu antreibt, was zu tun. Ich habe den bei mir nicht rauslösen können. Er ist immer noch drin und ich schaffe immer noch so wie eh und je. Dem, wobei ich da gar nicht so für bin, weil man sollte ja auch den jungen Leuten das da hinterlassen. Jetzt will ich Sie ja nicht als irgendwie Ratgeber missbrauchen, aber im Prinzip würde ich daraus ja schon ziehen, sollte jeder gucken, dass er weiter aktiv bleibt, dass er noch eine Aufgabe hat, dass er nicht einrastet. Ja. Was immer. Ich meine, man muss da nicht gleich Bücher schreiben oder Filme machen. Es gibt ja dieses riesige Terrain, und das, was wir sowieso in zunehmendem Maße ausfüllen müssen, der ehrenamtlichen Tätigkeit. Und zwar nicht nur, was wir ja gerne machen. Ja? Wir geben ja gerne Unterricht oder lassen junge Leute an unserer Weisheit teilhaben. Das meine ich nicht. Sondern, dass wir ehrenamtlich uns um uns selbst kümmern. Um auch all die Ansprüche, die wir an die Gesellschaft haben, etwas rückzunehmen und uns billiger zu machen. Da kann man sich 24 Stunden am Tag beschäftigen. Gibt es auch positive Seiten, die Sie am Alter entdeckt haben? Nee. Also ganz ehrlich, ich weiß, es gibt so eine Reihe älterer Herrschaften von stahlharter Gesundheit und guten Einkommensverhältnissen, die gelegentlich im Fernsehen auftauchen und sagen, jetzt fängt das Leben erst an. Nein, das tut es nicht, sondern es geht zu Ende. Und ich habe real nichts Positives entdecken können. Nichts. Rente ist schön. Ja, und dann diese Freiheit haben und morgens nicht in den Beruf gehen müssen, der man nun lange ausgefüllt hat, der auch schön war, aber der sich auch eines Tages dann erledigt hatte und wo dann nichts mehr Neues kam. Das ist okay, aber Alter ist absolut nichts für Feiglinge. Ja. Wenn Sie denn wenn Sie, lassen Sie die Finger davon, wenn ich Ihnen Rat geben darf. Vom Alter? Ja. Guter Rat. Ja, denk mal drüber nach, wie ich es machen kann. Wenn Sie denn so eine schonungslose Bilanz Ihrer Generation ziehen und letztendlich dem Alter auch nichts abgewinnen können, gibt es denn noch was, wie Sie diese negative Bilanz am Ende doch noch ins Positive kehren können? Was könnte Ihre Generation, was können Sie denn noch tun? Also bestimmte Dinge erstmal nicht tun, etwas zurückhaltend sein mit gutem Ratschlag, gibt mir immer gerne her. Das Zweite ist, wir werden ja stimmenmäßig ziemlich mächtig, ja, weil es ja immer mehr alte Leute gibt und im Vergleich zu den jungen Leuten haben wir einfach mehr Gewicht als in der Vergangenheit. Von diesem Gewicht sparsam Gebrauch machen und dreimal darüber nachdenken, ob dieses oder jenes Gesetz zu unseren Gunsten wirklich verabschiedet werden muss und dann uns um uns selbst kümmern. Das größte Problem wird sein, das habe ich in dem Altenheim ja auch gesehen, nicht die Krankheiten, sondern die Einsamkeit, hatte ich schon gesagt. Und die Einsamkeit können Sie nicht mit jungen Leuten auffüllen, dazu wird es nicht genügend geben, werden die auch kein Interesse daran haben, sondern die Einsamkeit müssen wir miteinander bekämpfen. Und da sind wir eigentlich schon herrlich beschäftigt. Das war der Dialog heute mit Sven Kunze. Herzlichen Dank. Und an Sie, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer zu Hause, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ich komme wieder. Das war's.